Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Heute stelle ich euch meinen neuen Sponsor vor. Wer das ist und wie die Website aussieht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, God of Cards, wie ihr bereits sehen konntet, / könnt, ist mein neuer Sponsor. God of Cards ist ein Online-Shop, den es schon so seit 1,5 Jahren gibt und der vermehrt mittlerweile auch mit etwas kleineren YouTubern Kooperation eingegangen ist. Über diese Kooperation bin ich auch auf God of Cards aufmerksam geworden. Ich habe zuvor nie was von dem Shop gehört tatsächlich und bin einfach mal neugierigerweise auf deren Shop gegangen, um einfach mal nachzugucken, was geht da so ab. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Und ja, die gibt es. Sogar sehr große Besonderheiten. Dazu kommen wir allerdings gleich noch. Jedenfalls hat mich die Seite sehr überzeugt gehabt und dachte ich mir, Mensch, schreibst du doch mal an, vielleicht kannst du hier ja auch eine Kooperation mit den Jungs starten. Und das habe ich dann auch gemacht und ich glaube, einen Tag später hatten wir auch schon auf Discord geredet. Da hat sich dann auch herausgestellt gehabt, dass ich glaube zumindest einer von den beiden oder vielleicht auch beide, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auch schon, Abonnent ist, also mich schon kennt. Und ja, man hat sich auf jeden Fall auf Anhieb relativ gut verstanden, hat relativ zügig auch dann den Deal klar gemacht und ich habe ein Starterpaket mit sehr, sehr vielen Produkten, die ich euch im Laufe der nächsten Wochen vorstellen möchte, zugesandt bekommen. Und heute möchte ich euch erstmal diesen Sponsor vorstellen und einfach mal mit euch hier durch die Website gehen und mal gucken, was die hier so haben. Das, was ihr hier seht, ist übrigens die neue Website. Momentan sieht die Website noch ein bisschen anders aus. Ich habe hier so einen Preview-Link bekommen. Das heißt, ich kann mir hier die Website, wie sie nach der Überarbeitung aussieht, anschauen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie die Website so aufgebaut ist. Also prinzipiell vertritt God of Cards hier drei verschiedene Sammelkartenspiele, nämlich Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und Digimon. Und sie haben nochmal einen extra Reiter für Ultimate Guard, aber das ist glaube ich nur ein Zubehörhersteller gewesen, gehabt. Sie verkaufen, ja, wie bereits gesagt, Zubehör und auch Merchandise. Das sieht man auch hier oben alles. Hier kann man sich, das machen wir mal weg, hier kann man sich auch schon mal direkt einen Überblick verschaffen. Was haben sie denn alles? Sie haben Deutsch, sie haben Englisch, sie haben Koreanisch, Indonesisch, Chinesisch und Japanisch. Das bedeutet, diese Seite ist de facto, was den OCG-Markt angeht, der Anlaufpunkt überhaupt. Und das ist auch das, was die Seite meiner Meinung nach so ausmacht. Für dieses Video, das ich jetzt hier gerade mache, bekomme ich übrigens nichts. Also ich bekomme jetzt keine extra Bezahlung oder so oder sonst irgendwas, sondern das mache ich hier, das habe ich angeboten aus freien Stücken, weil ich hinter dem Shop stehe. Das möchte ich auch ganz klar vorneweg sagen. Ich werde hier keine Produkte in den Himmel loben, die schlecht sind, nur weil ich gesponsert werde. Meine Meinung wird immer authentisch sein und wenn ein Produkt nicht gut ist oder mir der Preis zu hoch ist, werde ich das auch ankreiden. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie, okay, ich werde jetzt hier euch irgendeinen Mist andrehen. Ihr wisst das, ich habe bei Dogs Magic auch ein Video gemacht von dem Shop, wo mir die Produkte einfach gefallen haben, einfach weil ich dahinter stand, obwohl ich gar keine Kooperation mit Dogs Magic hatte. Und genauso ist das auch. Dieses Video hier passiert jetzt noch aus freien Stücken, wenn man so möchte, weil ich einfach finde, dass dieser Shop absolut großartig ist, speziell dann, wenn es auch um die ganzen OCG-Sachen geht. Also natürlich haben wir hier, wenn man mal hier nochmal auf Yu-Gi-Oh! Geht, wir haben hier natürlich auch die ganzen normalen deutschen Booster, Tins, Decks und Boxen und was weiß ich. Wir waren übrigens gerade auf dem Pokémon-Reiter, habe ich gerade gesehen, wo wir Indonesisch und so hatten. Also bei Yu-Gi-Oh! Haben wir Koreanisch und Japanisch und kein Chinesisch oder Indonesisch. Natürlich, klar, auch in Englisch ist das Ganze hier vorhanden, ne? Also dieser Standard-Krams, da kann man auch mal drauf gucken, wenn man hier auf die Displays geht. Ist natürlich alles Standard, sag ich mal, ne? Das, was halt jeder andere Shop auch hat. Die Preise sind ja normal, moderat, würde ich mal sagen, nicht überteuert, nicht zu günstig, sagen wir es mal so. Die haben hier auch, ne, die sind alle ausverkauft, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, die haben hier noch diese Displays, aber nee, steht da dran ausverkauft. Also hier ist auch sehr viel ausverkauft, wie ihr sehen könnt, aber prinzipiell haben sie sehr, sehr viel da für die normalen Preise, wie man sie auch auf, keine Ahnung, Lotti-Cards damals gezahlt hat oder halt auch auf, wie heißt's,
Gate to the Games und so weiter. Also das ist jetzt nichts Besonderes, nichts Spezielles, das ist halt einfach der ganz normale Standard, wie man ihn halt kennt. Jetzt haben wir hier aber eine Besonderheit, und zwar haben wir hier koreanische Displays, Booster und Box-Sets, und den japanischen Markt wollen sie auch ausbauen. Momentan ist es so, dass der Fokus sehr auf koreanischen Karten liegt tatsächlich, weil in Korea gewisse Sets einfach auch länger geprintet werden, die Marge ist höher, also die Auflage, und dementsprechend sind auch alte Sets, die bei uns unbezahlbar wären, wie Legend of Blue Eyes White Dragon und so weiter, die sind dort noch relativ preiswert zu bekommen tatsächlich. Und da wollen wir uns hier mal was angucken. Wir gehen auf koreanische Displays und schauen mal. Seht ihr, und hier geht's auch schon los. Wir haben Legend of Blue Eyes White Dragon für gerade mal 30 Euro. Wir haben Metal Raiders für 35 Euro. Spell Ruler, und da sind auch 40 Booster drin, für 35 Euro. Solche Geschichten. Pharaoh's Servant. Wir haben Magician's Force für einen knappen 30er. Da möchte ich mir vielleicht auch, also da habe ich ein Display ranbekommen. Da möchte ich auch auf jeden Fall mal was aufmachen. Auf jeden Fall mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal ein Display für euch ranbekomme. Also diese ganzen klassischen alten Sets für wirklich ein Spottgeld. Für ein Spottgeld, ist wirklich so. In dem Testpaket, das ich bekommen habe, finden wir zum Beispiel ein Display Legend of Blue Eyes White Dragon, ein Display Magician's Force, und ich glaube, von den älteren Sets war es das dann auch wieder. Hier finden wir auch so ein bisschen das modernere Zeug, und das ist natürlich alles ein bisschen anders aufgemacht, und häufig unterscheiden sich auch Raritäten oder auch die Artworks von unseren. Das ist dementsprechend auch relativ praktisch, wenn man so ein bisschen alternativ sammeln möchte. Und ihr seht, hier gibt es diese ganzen Boxen, Galactic Overlord, diese ganzen Displays, es ist alles da. Ein Strike of Neos Display haben wir auch am Start, das werden wir auch aufmachen. Mega coole Geschichte. Dann hatten wir noch, was haben wir noch mitbekommen? Ich glaube, ich sehe es hier gerade gar nicht, Power of the Duelist war auch mit dabei, aber das ist hier gerade, glaube ich, gar nicht gelistet. Genau, und so sieht das dann halt aus. Also es ist sehr übersichtlich, wird die neue Seite sein. Ich finde sie auch besser als die alte. Die alte finde ich noch ein bisschen unübersichtlicher. Also die alte werdet ihr jetzt noch sehen, vermutlich, wenn ihr das Video seht. Oder auch die neue, ich weiß es nicht, wie schnell sie das jetzt raushauen. Genau, solche Sachen, oder auch die Rarity Collection Premium Gold Edition oder solche Sachen eben. Das ist wahnsinnig viel dabei, was richtig, richtig cool ist. Die haben hier auch so Special Boxen, die es bei uns überhaupt nicht gibt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Gehen wir mal auf die Box Sets. Das sind dann wahrscheinlich diese ganzen Boxen und spezielleren Sachen. Genau, Yu-Gi-Oh! Secret Shiny Set für 35 Euro haben wir auch zum Aufmachen hier, oder auch die Yu-Gi-Oh! Duelist Playmat Memories of the Duel King für 24 Euro, die haben wir auch am Start. Das wird übrigens das erste, was ich euch vorstellen werde, jetzt demnächst dann gleich oder relativ zügig. Das wird eben hier die diese Playmats sein. Da sind auch zwei Promokarten dabei, lustigerweise. Wirklich cool gemacht, das Ganze. Und hier unten seht ihr das, ist leider ausverkauft, Yu-Gi-Oh! Legendary Gold koreanisch. Das ist tatsächlich genau das Ding, wo ich immer rechts im Bild als Hintergrunddeko habe, wo ich mal vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Bekommen habe. Sehr coole Geschichte. Und solche Sachen sind da eben dabei, solche Boxen. Richtig coole Geschichte. Und die bauen jetzt auch auf Japanisch aus. Wie bereits gesagt, es waren eher auf Koreanisch. Mittlerweile haben sie mir auch beim Gespräch schon gesagt, wo ich das erstmal mit denen geredet habe, dass sie jetzt auch den japanischen Markt mehr ausbauen möchten. Und dann gehen wir mal auf Displays, da wird noch nicht allzu viel da sein, schätze ich, genau. Dann haben wir jetzt gerade mal eins da, die Rarity Collection Quarter Century Edition. Die gibt es auch auf Koreanisch, habe ich auch aufgemacht. Und ich glaube, das war die, also wir haben richtig krass gezogen. Also ich habe schon ein bisschen was vorproduziert. Bei der Legendary Collection Quarter Century Edition, wir haben so dermaßen geisteskrank gezogen, so geisteskrank, dass ich gesagt habe, ich will mir noch 12 dieser Displays holen. Nochmal 12 Stück davon, die werden wir dann aufmachen. Ein Case hat übrigens, glaube ich, was waren es? 40 Displays? Irgendwie so, weil ich wollte zuerst ein Case haben, und dann kam es ja, kostet 1200 Euro, und habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Deswegen nehme ich nur 12 Stück. Diese 12 werden dann wahrscheinlich auch nicht gesponsert werden, das wäre zu viel des Guten. Die werde ich dann ganz regulär kaufen, vermutlich japanisch. Kostet es aber auch schon wieder 150 Euro, also da ist halt der Preisunterschied einfach da. Genau, die haben auch wirklich viele Zubehörsachen oder auch Merchandise-Artikel. Voll cool, guckt euch das mal an, Leute. Yu-Gi-Oh! Merchandise-Artikel. Die haben hier diese ganzen Goldkarten, die rausgekommen sind, diese Metallgoldkarten. Sau coole Geschichte. Dann gibt es das Ganze hier nochmal als Metallkarten.
die damals auch rausgekommen sind. Voll mega. Hier Plüschtiere. Den Blue Eyes hatte ich auch dabei. Den stelle ich euch, glaube ich, zusammen mit der Playmat vor. Die haben hier aber auch noch einen kleinen geflügelten Drachen des Ra und ein Red Eyes Black Dragon. Voll cool. Voll cool. Was haben wir noch? Dann haben sie mir noch so einen komischen, so eine Art Flaschenöffner mitgegeben, der so die Form von einer fetten Münze hat. Also da ist wirklich mega, mega viel und mega, mega cooles Zeug dabei. T-Shirts, Bekleidung, Cappies, eine Dual Disc für 70 Euro. Why not? Actionfiguren. Einfach, einfach Actionfiguren von Yu-Gi-Oh! Voll cool. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche Promokarten dabei sind. Oh nein, die will ich haben. Das sehe ich jetzt gerade erst. Die will ich unbedingt als als Background haben für als Dekoartikel, einfach für die Beauty Shots oder so. Ach du grüne Neune. Ja, das werden die mir aber nicht sponsern, das ist zu teuer. Das kostet 150 Euro. Das werde ich wohl kaufen müssen. Ah, ich spreche mal mit denen, mal gucken. Genau, also ihr seht auch diese ganzen Figuren arschteuer. Guckt euch das mal an, 270 Euro. Die Dark Magician Figur, oh, die werde ich mir vielleicht auch holen. Eieiei, jetzt verliebe ich mich hier aber wieder. Ach du Heilige, oder guckt euch mal den Blue Eyes an. Ah, schade, der ist ausverkauft, aber er sieht trotzdem mega cool aus. Seht ihr das? Ey, das ist doch mega cool, oder? Und genau solche Sachen haben die. Die haben hier auch Zubehör, natürlich das Übliche. Ich denke, das ist auch das Ganze, was andere Shops auch haben. Okay, im Zubehör sind offensichtlich auch nochmal diese Boxen hier drin. Genau, die haben diese ganzen japanischen Sleeves, die ganzen Yu-Gi-Oh! Sleeves aus Korea und Japan und so weiter. Voll coole Geschichte. Bei den Sleeves, da gibt es auch diese Border Sleeves von Imperium. Die stelle ich euch auch vor, da habe ich auch einige mitbekommen. Die sind aber arschteuer, sage ich euch gleich. Da kommen wir sofort an die 20 Euro ran. Aber die sehen halt mega cool aus, aber dazu gibt es dann auch nochmal ein extra Video. Alter Falter, guckt euch das mal an. In welchem Shop findet ihr denn noch so ein Zubehör? Vielleicht bei Trader, ich weiß es nicht. Bei Trader habe ich nie so umgeguckt, aber solche Hüllen hier, die habe ich zum Beispiel mitbekommen. Die Stone Tablet, die habe ich mitbekommen, die habe ich auch mitbekommen. Die Festival Sleeves waren das, glaube ich, habe ich auch mitbekommen, genau. Dann noch die antiken Feendrachen Sleeves habe ich auch mitbekommen. Ich weiß gar nicht, die habe ich jetzt hier noch nicht gesehen, wahrscheinlich auf der vorherigen Seite. Genau hier, antike Feendrachen für 23 Mücken ist, wie gesagt, also kostet echt einen guten Sack voll Geld. Aber speziell, wenn man Spieler ist oder so und einfach einen coolen Background für sein Deck haben möchte und nicht den ganzen Ordner damit füllen will, weil da sieht man den Hintergrund eh nicht, wäre ja sinnlos, dann ist das natürlich auch eine Überlegung wert, ob man da nicht doch mal die 23 Euro in die Hand nimmt und sich da mal was draus macht sozusagen. Voll cool. Bei der Secret Shiny Edition, weil ich das gerade sehe, die hier, die Yuki Honor Hüllen. Da sind zum Beispiel auch, also das ist das Set hier am Anfang. Da sind zwei Packungen an Hüllen drin. Hier. Zwei Packungen an Hüllen. Ich glaube zwei Promokarten und fünf Booster oder so. Auch mega cool. Mega schöne Karten in Prismatic Secret Rare. Sau coole Geschichte. Genau. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall einige Produkte in nächster Zeit haben, die wir hier eben öffnen wollen. So, wenn ich jetzt hier auf den Shop gehe, seht ihr, wie es momentan aussieht. Ne? Also das ist jetzt, ihr seht, das sieht jetzt irgendwie wieder anders aus. So sieht der Shop momentan aus. Das ist jetzt der reguläre Shop. Das, wo ich davor war, das war eben der Preview-Shop. Also der kommt dann so relativ bald online. Ja, das soll es aber auch wieder gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Falls ihr jetzt Lust auf den Shop bekommen habt und da mal vorbeigucken wollt, dann guckt doch bitte in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, den ich von God of Cards zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das heißt, wenn ihr auf diesen Link drauf geht und ihr kauft etwas auf der Seite, dann wird mir dieser Kauf gut geschrieben. Das heißt nicht, dass ich Geld dafür bekomme, das heißt einfach nur, dass die sehen, okay, über diesen Link wurde jetzt eingekauft. Und wenn da genug zusammenkommt, dann kann ich auch in Zukunft Produkte ordern, die mir dann eben auch gesponsert werden und die ich dann mit euch zusammen aufmachen kann. Dementsprechend wäre das halt einfach sehr, sehr hilfreich, wenn ihr dann auch, wenn ihr auf die Seite geht, über diesen Affiliate-Link auf die Seite geht. Gut, das soll es aber auch gewesen sein. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.